Ein Simson-Motorrad. Der Stolperstein von Anne Frank. Die Augengläser des Philosophen Moses Mendelssohn. Das sind drei von 58 Objekten, die ab dem 27. Januar 2021 in der Ausstellung Shared History – 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum – im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages zu sehen sind. 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum. Eine geteilte Geschichte im Guten und im Schlechten. Würden wir uns dieses Jubiläums überhaupt erinnern, wenn es den Zivilisationsbruch von Auschwitz nicht gegeben hätte? Wenn sich jüdisches Leben zu einer unhinterfragten Normalität entwickelt hätte, wie es sich die Juden nicht nur in Deutschland vor 1933 erhofft hatten? Zum Auftakt dieses Jubiläumsjahres präsentiert der Deutsche Bundestag eine Ausstellung, die an ausgewählten Objekten das wechselvolle Auf und Ab dieser Geschichte erzählt. Von der ersten urkundlichen Erwähnung jüdischer Gemeinden nördlich der Alpen in einem Dekret Kaiser Konstantins bis zur Gegenwart jüdischen Lebens in Deutschland. Mein Dank gilt dem Leo Beck-Institut in New York und Berlin, das diese Ausstellung ausgerichtet hat. Der Anlass der Ausstellung ist der Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus. Dieser wurde 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt. Seitdem findet immer am oder um den 27. Januar eine Gedenkstunde im Bundestag statt. Als Erinnerung an die Befreiung der Überlebenden des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch Soldaten der Roten Armee am 27. Januar 1945. Das zentrale Anliegen der Ausstellung ist natürlich zum einen zu zeigen, dass 1700 Jahre Geschichte sich unglaublich schwer auf einzelne Dinge zusammenfassen lassen. Deshalb haben wir auch viele Objekte gewählt, die verschiedene Themen symbolisieren, die immer wiederkehren in der Geschichte. Was sie aber auch gleichzeitig als Besonderheit haben, ist einfach der Aspekt, dass wir immer wieder überlegen, was können wir zeigen, was ist interessant, was ist vielleicht noch nicht da gewesen. Die Exponate der Ausstellung beleuchten schlagartig individuelle und gemeinsame Erfahrungen, die jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum über Jahrhunderte prägten. Die Glasplatten erlauben es uns, dass wir die Geschichte als Ganzes sehen. Wir können tatsächlich sehen, dass sie voranschreitet, dass sie sich entwickelt. Wir können sehen, wie sie sich verändert. Es erlaubt die Möglichkeit, nach vorne zu blicken. Es erlaubt sogar ein wenig den Blick zurück, bis auf einen bestimmten Punkt, wo dann sowohl die Blickrichtung als auch das Zeitrohr unterbrochen wird. Und das ist der Zeitpunkt des Zivilisationsbruchs des Holocaust. Zum übertragenen Sinn des Ganzen ist es tatsächlich eben wirklich die Idee, dass jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum seit langer Zeit existierte, fortdauerte, prosperierte, aber auch immer wieder damit arbeiten musste, dass man sich tatsächlich an der eigenen Geschichte orientieren musste, sich auch auf sich selber besinnen musste, Halt finden musste. Und all dieses ist in diesem Zeitrohr mit auch dargestellt. Die Shared History, die gemeinsam geteilte Geschichte, ist die Geschichte von Jüdinnen und Juden. Sie ist seit Jahrhunderten tief verwoben mit der Geschichte der Menschen in den Regionen und Ländern des deutschen Sprachraums. Einige mag es sehr überraschen, dass einzelne Objekte hier tatsächlich erst vor kurzem entdeckt wurden. Also wir haben Objekte, die hier gezeigt werden, die, obwohl sie schon mehrere Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte alt sind, erst in den letzten 10, 15 Jahren wiederentdeckt wurden. Wir haben andere Objekte, die tatsächlich nur deshalb zu sehen sind, weil sie in dem Fall aktiv von Nichtjüdinnen und Nichtjuden gerettet wurden. Es gibt viel zu entdecken und zu lernen in der Ausstellung. Zum Beispiel, dass der Golem gar nicht so böse ist, wie viele meinen. Dass Europas älteste Synagoge in Erfurt steht und im 11. Jahrhundert erbaut wurde. Oder dass Albert Einstein und der Architekt Erich Mendelssohn sich zusammentaten, um mit dem Einstein-Turm in Potsdam die Relativitätstheorie zu erproben.
Die Geschichte hat gezeigt, Nichtwissen über eine Minderheit in unserer Gesellschaft führt zu Vorurteilen, zur Ausgrenzung, manches Mal sogar zu Hass. Die deutsch-jüdische Geschichte steht dafür fast schon exemplarisch, nicht nur die NS-Zeit. Oft wird die Bedeutung der jüdischen Kultur für Deutschland betont, das jüdisch-christliche Abendland beschworen. Aber würde man heute eine Meinungsumfrage machen, könnten wahrscheinlich die wenigsten mehr als ein oder zwei Namen bedeutender jüdischer Künstler, Ärzte, Wissenschaftler oder Staatsmänner aus deutschen Landen nennen. Über das Judentum, seine Traditionen und Gebräuche sind oft nur rudimentäre Kenntnisse vorhanden. It should be lost on no one. Es sollte niemandem entgehen, wie bedeutsam es ist, dass diese Ausstellung die 17 Jahrhunderte jüdischen Lebens im deutschsprachigen Raum erzählt, an diesem Ort präsentiert wird. Im symbolischen Zentrum der Demokratie werden der Öffentlichkeit die Zeugnisse einer gemeinsamen Geschichte präsentiert, die von immer wiederkehrenden Themen geprägt und belebt wurde, die sowohl Inklusion als auch Exklusion, Akkulturation und Verfolgung, Exil und Erneuerung beinhalten. Die Epoche der Juden in Deutschland ist ein für allemal vorbei. Dessen war sich Leo Böck gewiss, kurz nachdem er aus dem Konzentrationslager Theresienstadt befreit worden war. Er hat nicht recht behalten. Zu unserem großen Glück. Es gibt heute, insbesondere dank der zahlreichen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion, wieder ein vielfältiges jüdisches Leben in Deutschland, in dem unterschiedliche Geschichten und vielschichtige kulturelle und religiöse Identitäten ihren Platz finden, wenn auch nicht immer konfliktfrei. Es braucht mehr Begegnungen zwischen Juden und Nichtjuden. Es braucht Offenheit, Interesse und Toleranz von beiden Seiten. Es braucht vor allem ein nationales Selbstverständnis, das verschiedene Spielarten des Deutschseins zulässt. Und es braucht die klare Absage an Antisemitismus und Rassismus jeder Art, damit aus der komplexen Gegenwart unserer pluralistischen Gesellschaft eine gemeinsame Geschichte erwächst, eine miteinander geteilte Geschichte. Die Ausstellung endet am 23. April 2021. Sie wird erst nach der Aufhebung der pandemiebedingten Besuchseinschränkungen öffentlich zugänglich sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.bundestag.de/sharedhistory.